Wäre ich ein Glück. Das Safe-Game funktioniert doch, denn ich habe eben gerade gesehen, es gab ein Update oder sowas in der Art, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden hier gerade eben 600 Megabyte irgendwo heruntergeladen und irgendwo für. Und ich habe keine Ahnung, wozu sie runtergeladen wurden. Yay! So, wir sind überladen, 3 Stunden Tageslicht. Okay, es wird spät. Was können wir noch tun? Ich glaube, eigentlich nicht allzu viel. Doch, wir haben den, wir haben doch die 4 Kaninchenpelze. Genau, ich erinnere mich. Da war doch was. 10 Stunden, das geht ja an sich. Das können wir eigentlich mal machen. Jetzt haben wir so den Grundstein und wenn wir jetzt das Nähset. Achso, dann brauchen wir nur 4,5 Stunden. Dann machen wir jetzt einfach 3 Stunden. Und morgen früh nochmal so eine. Weil ich hoffe. Okay, das geht noch. Hunger, Durst, alles noch im Grünen. Alles noch gut, alles noch gut. Hier haben wir noch ein bisschen was drin. Dann essen wir das erstmal. Haben wir sogar für morgen noch was drin. Dann nochmal ein Schlückchen trinken. Und weißt du was? Was wir jetzt machen? Wir machen die Dinger jetzt fertig. 1,7. Okay. An sich ist es egal. Machen wir so. So, zack. Komm. Das machen wir jetzt noch fertig und jetzt hauen wir uns dann ins Bett. Sind wir zwar müde. Egal. So. Die haben noch 90. Die kann man mit Leder reparieren, habe ich gesehen. Und das Ding geht noch. So, 4 und 2. Und unsere haben... Oh, boah. Auf jeden Fall weniger. Unpraktisch, aber sehr warm. Na dann, an damit. Und nun ab ins Bettchen. Hallo Leichi. Nee, mal im Ernst, ich habe keine Ahnung, was die jetzt hier irgendwie gepatcht haben oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist jetzt Schlafenszeit. Machen wir 9 Stunden. Das sollte genügen. Um wahrscheinlich gleich saumäßig durstig aufzuwachen und hungrig. Flüssigkeitsmangel, natürlich. Natürlich. So, dann kippt ihr mal den ganzen Liter hier rein. Doch nicht. Ab bisschen Lunge. Ab bissel, aber nur. Dann essen wir erstmal die 100 hier. Das bringt natürlich nicht sonderlich viel, haben wir hier noch. Okay. Also was essen wir einfach mal hier so ein Büchschen Pfirsiche? Kann ja auch nicht schaden. Und dann. Was machen wir dann? Ist hier die Frage. Das Wolfsding wollte ich ja eigentlich noch machen. Wir haben 2 Wolfspelze, brauchen aber noch einen. Ich nehme erstmal jetzt hier das Leder kurz. Ne, wir brauchen noch 2 Wolfspelze, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen noch 2, ne? Ach Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, doch 4 Stück insgesamt. Erfolgschance. Machen wir mal. Funktioniert natürlich nicht. Wow, doch. Wir haben es geschafft. Haben die Dinger wieder auf 100. Sehr schön. Abbrechen. Abbreche.
So, okay. 14 Stoff, die können wir ja eigentlich auch mal hier reinpacken. Wenn wir denn dann jetzt... Ach ja, man, Tannenholz. Ah ja, okay. Wir haben noch zwei Wolfspelze, haben wir letztes Mal welche mitgenommen? Ach was, wir haben schon vier. Na gut, sag das doch mal einer. Sag das doch mal einer. Ich kann mich ja auch nicht an alles erinnern. Also Leder brauchten wir dafür, glaube ich, auch, ne? Oder? War es Darm? Ich glaube, es war Darm. Ein Zedernholz haben wir hier auch noch. Meine Güte. Die gute Bartflechte. Okay, nur mit Essen sieht's halt im Moment nicht so toll aus, finde ich. Um ehrlich zu sein. So, und jetzt gucke ich mal gerade mit dem Tannenholz. Könnten wir ja dann eigentlich die Flinte mal reparieren? Das dauert dann natürlich echt 2 Stunden. Ha. Was soll der Geiz? Es hat sogar funktioniert. Hey. Dann brauchen wir Feuer. Denn wir haben kaum noch Wasser. Das bringt hier alles nichts. 55% Chance, das ist natürlich echt nichts, aber wir versuchen es mal. Wir versuchen es einfach. Und dann können wir uns echt auch ganz entspannt den Wolfsmantel noch nähen. Das hatte ich jetzt echt verpennt, dass wir das noch, also dass wir uns die Pelze letztes Mal noch geholt haben. Es hat funktioniert. 53 Minuten, okay. Okidoki, dann schmelzen wir das jetzt einfach ein. So, okay, gut. Was, komm, machen wir zwei. Dann lohnt sich das wenigstens mit der Tablette. Mit den Tabletten, mit den Wasseraufbereitungsdingern. Hat genau gereicht. Verwenden. Wird ordentlich durchgepanscht. Nochmal. Und dann kippen wir uns mal was darin. Und dann würde ich sagen, essen müssen wir auch schon wieder. Ach Gott, ey. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal, ob wir auch irgendwo noch Zeug finden. Irgendwo den letzten Rest hier noch zusammenkratzen. Warte mal. Dafür brauchen wir 4 Darm und 50 Stunden Herstellung. Na gut, mit Neset dauert das natürlich nicht so lange. Die packe ich mal kurz. Einfach hier rein, dann haben wir mehr Platz. Das ist natürlich dann besser. Okay. Und wisst ihr, was ich schon sehe? Was die verbessert haben? Oder vielmehr, was anders ist? Die FPS. Auf jeden Fall, die haben die wirklich verbessert. Merke ich sofort. Krass. Echt krass. Also, ich habe irgendwas gelesen von wegen, die wollen umsteigen auf Unity 5, bla bla bla.
Oder sind schon, keine Ahnung. Vielmehr wollten wahrscheinlich. Also das scheint jetzt der erste Schritt dahingehend zu sein. Denn ich merke hier gerade echt... Die FPS sind super. Und jetzt schnappen wir uns mal hier so ein Reh. Ich hoffe, wir haben es erwischt. Ich weiß es nicht. Wenn wir es erwischt haben, müssen wir eigentlich einfach nur der... Ja, wir haben es erwischt. Wir müssen nur der Blutspur folgen. Denn es wird irgendwann vergehen. Und dann haben wir... Gedärm und... Hä? Gedärm und Fleisch. Da unten läuft es. Ich hoffe, das... Ich finde es gemein zu sagen, ich hoffe, das Reh stirbt. Das missfällt mir irgendwie, aber ich hätte es gerne doch weniger lebendig. Und das ist gemein, wenn ich das sage. Boah, was haben wir hier für eine Performance? Das ist echt... Okay, ich glaube, das war's jetzt. Naja, auf jeden Fall nochmal dazu dieser Engine. Also ich habe das auch jetzt bei... wie hieß es? The Forest... Da habe ich das auch gelesen, dass die umgestiegen sind. Aber da ist die Grafik wohl dann auch schlechter geworden. Also da hat sich wohl auch einiges... Oh nee, ne? Das ist ja wohl jetzt nicht im Berg... Im Berg gestorben. Es sieht fast so aus. Och. Okay. Doch, das Biest ist echt... Oh, ist im Berg gestorben. Gestorbe im Berg. Toll. Das hat sich ja jetzt echt richtig gelohnt. Das ist echt nicht dein Ernst. Machen wir da jetzt. Aber die Grafik sieht anders aus. Ich weiß nicht wie, aber es sieht... Irgendwas ist hier anders. Ich kann nur nicht sagen, was, aber irgendwas ist... Ach, hier ist das Blut wieder. Hä? Warte mal. Er ist jetzt hier so... Da so lang? Oder ist er da hoch? Ich kann es nicht sagen gerade. Ich weiß nur, dass der Kater gerade nervt, wie immer. Und er gleich angezeigt wird hier. So, hier lang. Wir folgen jetzt einfach mal hier. Ich denke, das wird richtig sein. Warte mal. Mal gucken, ob er jetzt aufhört, aber ich glaube, er wird sowieso nicht aufhören. Dafür ärgert er mich einfach viel zu gerne, wenn ich hier Dinge tue. Natürlich hört er nicht auf. Warum auch? Warte mal. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Und die Musik ist auch irgendwie lauter geworden. Hier ist alles viel lauter als sonst. Und anders. Naja, wir folgen hier erstmal wieder den Spuren. Wo ist es denn nun um Himmels Willen gestorben? Ist es überhaupt gestorben? Werden wir das jemals herausfinden? Das alles in dieser Folge noch, hoffe ich. Ich komme hier gar nicht hoch. Ich komme hier gar nicht hoch. Hallo? Das Reh hat mich
ausgetrickst. Mit einer ganz fiesen Taktik. Oh Mann. Da. Krieg ich einen so viel. Hallo. Ich komme da nicht hoch, scheiße. Naja, toll. Weißt du was, packen wir uns einfach einen Wolf. Was soll's, auch das Fleisch, egal, wir nehmen uns jetzt einfach den Wolf zur Brust. Er hat Brust gesagt. Wir nehmen uns einfach den Wolf. Der erwischt uns jetzt allerdings. Er erwischt uns nicht. Boah, das war knapp. Oh, leckt mich doch einfach. So. Komm, dann holen wir uns mal hier so. So 3 Kilo Fleisch. Naja, was holen wir uns? Noch eins. Sind wir wahrscheinlich jetzt überladen? Nein, doch nicht. Aber wir müssen bald essen und trinken, okay. So, und jetzt haben wir nämlich den Darm komplett. Also den Darm, den wir brauchen, um uns den schönen Wolfsmantel zu nähen. Und ich guck gerade mal. Das Zeug, ne? Das ist schon super. Und ich glaube, mit dem Mäntelchen sind wir unsterblich. Was ist hier nur passiert? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier anders. Jetzt sitzt der Kater da nicht ernsthaft und spielt mit einem Bonbon auf dem Boden. Natürlich. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So, hallo. Lagerbüro. Schön, dich wiederzusehen. Und wir brauchen dringend auch Munition. Ammunition. Aber ich glaube, die kriegen wir hier nicht mehr. Minus 8, 13 Grad, okay, alles gut. Ich will mal Leertaste drücken. So. Als erstes trinken. Was ich mich gerade frage, haben wir noch genug Holz eigentlich? So mal ganz nebenbei. Keine Ahnung. Ich glaube, uns geht das Holz aus. So, die Dinger nehmen wir wieder. Dann sind wir, glaube ich, bald überladen. Ja, aber wenn ich jetzt hier... Haben wir natürlich immer noch keine 4 Damen, weil ich die 2 anderen oben liegen gelassen habe. Hallo. Ich hoffe zumindest, ich habe sie oben liegen gelassen. Natürlich nicht. Drei. Ja, toll. Da hatten wir letztes Mal hier nur noch einen. Ach, weißt du. So ein Mist. Na gut, dann wird das, glaube ich, erst nächstes Mal was. Holz haben wir gar nichts. Dann muss ich jetzt einfach mal hoffen, dass diese 2 Zedernhölzer hier ausreichen. Die brennen gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, sie reichen aus, um damit das ganze Wolfsfleisch fertig zu machen. Und ich hoffe, das Wolfsfleisch macht uns nicht krank.
Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Aber wir werden es ja gleich rausfinden. 54 Minuten. So. Wolfsfleisch roh garen. Wir gucken mal, wie viel das braucht. 52 Minuten hatten wir. Jetzt benötigt es. Okay, knapp 20 Minuten. Dann machen wir jetzt nochmal eins und dann hauen wir das andere drauf. Also das andere Holzstückchen. Zack. Und das sollte dann eigentlich locker lässig genügen. Aber ja, es schickt. Da können wir sogar nochmal ein Wasser machen, oder? Warte mal. Schaffen wir da 1 Liter? Probieren geht über Studieren. Ah, super. Super. Das bringt jetzt 700, okay. Dann punchen wir hier nochmal was. Haben nochmal Wasser und müssten dann jetzt eigentlich. Na gut. Fast 3 Liter Wasser. So, weißt du was? Wir. Obwohl. Schöpfe. Weißt du, was wir jetzt noch machen, schnell? Draußen ist zwar Scheißwetter. Wir sind überladen wie Sau. Aber wir holen uns jetzt noch irgendwoher einen Darm. Denn, gefühlte 7 Grad, das geht noch. Denn ich lasse das hier nicht auf mir sitzen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Okay, alles gut. So ein Mist. Da unten. Ich hoffe nur, dass wir den noch nicht entdarmt hatten. Aber ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Der hat natürlich keinen Darm mehr. Er hat auch keine Haut mehr. Der ist schon entdarmt. Das Unwort des Jahres. Entdarmen. Bäh. Stell dir mal vor, liegt so ein Wolfskadaver. Ohne Haut und ohne. Boah, ekelhaft, ey. Ekelhaft. So, aber hier muss doch irgendeiner noch einen Darm haben. Darmhunter 3D. Darmhunter 3000. Natürlich. Na. Natürlich! Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, das muss ich tun. Ich habe ihn getötet. Wir brauchen das. Alles gut. Dann, was ist das? Infektionsrisiko 25. Wir brauchen das. Druff damit. Kein Leiden. Oh. Hör doch auf. Wir haben letztes Mal eindeutig 2 Einheiten gemacht, bin ich mir fast sicher. Naja. Egal, hat er Hunger? So ein bisschen, ne? Jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch eine Lebensmittelvergiftung. Nein. Ich bin begeistert. Aber es wird Zeit, zurück zum Lager zu gehen. Denn jetzt haben wir endlich alle Därme und ja. Ich musste erstmal kurz das Kampfsystem nochmal
mir durch den Kopf gehen lassen, wie das überhaupt funktioniert hat. Aber übel. Der hat uns echt 50% abgezogen. Das war knapp. Und wie flüssig das hier läuft, das ist echt, echt strange. Habe ich irgendwas verändert hier? Eigentlich nicht, ne? Nö. Strange. Naja. Wie dem auch sei, es wird schon richtig sein. Wie das Spiel es verlangt. Obwohl ich das Gefühl habe, es sah vorher besser aus. Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht bilde ich es mir auch einfach nur ein. Das wird es sein. So, das war es jetzt gleich mit dem Rennen. Da unten ist schon wieder ein Wolf. Sie die Anzahl erhöht. Und ich bin auch schon gespannt, wenn wir auf einen Bär treffen. Ja. Ein Bär, Bär, Bär. So. Oben holen. Das ganze Gedöns. Nochmal kurz einen Fleisch hier rinkloppen. Keine Lebensmittelvergiftung kriegen, das ist schön. Hallo Leichi. Dann holen wir uns die Dinger, damit wir noch ein bisschen mehr überladen sind. Holen uns... Darm haben wir jetzt 5. Und dann machen wir uns hier mal an die Arbeit. Einfach mal, boah, 25 Stunden leckt's mich doch. Machen wir mal so eine Stunde. Das ist echt richtig lange. Das ist echt ultra lange. Jetzt sind wir auch noch erschöpft. Es wird immer besser. Es wird immer schöner hier. Dann kriechen wir mal total tot ins Bett. Genehmigen uns nochmal ein Schlückchen Wasser. Und dann wird hier auch mal ruckzuck geschlafen. Damit wir uns etwas regenerieren. Und wieder fit werden. Und er speichert jetzt auch währenddessen. Das ist schön. Zustand 100% wieder. Geil. Dann würde ich sagen, machen wir hier das nächste Mal weiter an unserem Mäntelchen. Bis dann. Tschüss.